Roland Kummer, ihr kommt gerade von der Bühne am Rhein, hat gerade eure Tochter gesehen auf einer Schaltung, die jetzt in Schladming ist, zu Österreich. Schiege gewonnen. Was ist das jetzt für ein Gefühl? Ski ist ziemlich weit weg und ihr seid hier mit ihrem Preis in der Hand. Ja, wir haben das mittlerweile schon öfter können machen. Ski ist natürlich nicht immer wieder hier, das ist klar. Ski probiert natürlich zu versuchen, dass Ski könnte da sein, aber jetzt mit dem Schnee, der letzte Woche ist, ist das eben nicht gegangen. Und jetzt ist Ski auf der Suche nach dem Kunstschnee, um zu schauen, dass der europäische Kunstschnee tiptop in den Griff bekommt, bevor das Mitte Dezember die Rennen anfängt. Ja. Ihr habt es gerade erwähnt, die Zeit, wo Ski nicht immer mit Eivis ist. Ihr habt einen Kalender angesprochen, den ihr in der Familie miteinander gemacht habt, der erklärt einmal ist. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Eben, wie sieht jetzt die Training in Schladming, nachher in der Alic Arena und nachher gehen schon die ersten Europacup los, so auf einen Schwung zu kommen. Mitte Dezember ist in Carezza das Rennen. Nachher geht es zwei Tage wieder später geht's auf Cortina d'Ampezzo. Und nachher geht das einfach Schlag auf Schlag weiter. Dieses Jahr gehst du auf Korea, in Japan und so weiter und so fort. Russland ist sowieso immer ein Thema. Das wird wieder spannend, ja. Und Ende März ist die WM in der Sierra Nevada in Spanien. Die Patrizia Kummer ist bekannt, da hast immer viele Leute, die mitkommen. Ein grosser Fanclub mit Glocke und so weiter. Sind die Leute heute auch hier? Nein, die sind nicht hier heute. Also ich wenig Werbung gemacht in dem Fall. Also, die haben das daheim mitverfolgen, ja. Und noch so als letzte Frage. Seit kurzem hat die Patrizia Kummer euch angefangen, Gastgewerbe betrieben, hat ein Restaurant in Mühlenbach mit euch zusammen. Ist sie bessere Sportlerin oder bessere Chefin und Wirtin? Sie macht beides gut. Und das kommt eben den Leuten gut an. Wenn sie da ist, ist ihr das recht, mit den Leuten Kontakt zu haben oder eben zu servieren und so weiter. Das ist für sie ja, eine Abwechslung zum Alltag, wo man ein bisschen den Kopf lesen kann und gleich einen gewissen Kontakt hat mit dem Sport, mit den Leuten, weil Ski wird ja sehr oft darauf angesprochen. Ja, das ist also für Ski interessant, ja.